Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso Bug? Immer nur Kotze Problem. Und Kondome? Was denn? Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Ich lenk sie ab. Was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Ob er Single ist? Wer? Du weißt schon. Gut aussehend, stinkreich, frecher Blick. Der Kerl, wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, so weiter. Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Glaub, das wird nichts. Na und? Bei dem Sacker sag ich nicht. Nein. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Nimm dir lieber sehr das gut, Glas ja. vor. Verlink du den Flathead damit. Schmieren. Fuck, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch hast gar du eine nicht. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt, keine Zeit für Schmeichelei. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Hab den Port. Okay, verlink den Flathead. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit einem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera.
Slated mit dem Stuhl verlinken, wie? Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschuh. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter.
lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe! Na los, schnell! Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Also unter die Magier gegangen. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren Scheißjob. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir. Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Was es nicht? Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Kubi wo tsukkomanai de kure tte itta daro. Oh, fuck. アラサカ様、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。存じております。お持ちしましょうか、例の。私がやる。言ってくれ。 気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。頼信。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。
貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？何かの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Hanno-Sawagi-desu! そうだ。 何の話です? 竹村、お前の仕事は何だ? 何の話です? 単純な質問だ。答えろ。 荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ずご期待に沿いますゆえ。 Was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort! Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Fenster, los! Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nein! Nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Thank you.
Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Was macht der Biochip? Weiß nicht. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Konpeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, ¿alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Sicher die Ebene. Bitte verbleiben Sie in Ihren Madres. Kopf und alles gesichert. Zeit für Sarkasmus, Karnal. Wozu das Sascha so schön leise kalt machen? Na, Kommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Einheit 3 hat den Überlast und einen Flathead Kampfbot gefunden. Nein, nein, du. Haben auf der Penthouse-Ebene das Feuer auf Bedrohungen eröffnet. Halt! Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gebracht. Wiederhole, Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was zum Teufel geht da vor? Klingt gar nicht gut. Die Waffe weg und komm raus! Bleibt wachsam! Er ist hier irgendwo! Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Achtung, die sehen uns sonst. Schnell verstecken! Was haben wir denn hier? Fang, Watto! Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Okay. Leise, sonst entdecken die uns. Hey. Achtung!
Kameras. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wurden die Sendräume gecheckt? Ja, alles sauber. Nichts Seltsames, Ungewöhnliches? Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Anweisungen des Personals. Im Blick! Vorsichtig! Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Gib dich! Wie? Die können dich sehen! Glaubst du echt, du hast eine Chance? Ergib dich!
Leute! Na los, Motherfucker! Tanzen wir! Verdient.